Auf einer Sitzung des Bundestages, in der ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird, kommt es zu einer folgenschweren Rede. Wolfgang Schäuble räumt ein, den Waffenhändler Schreiber getroffen zu haben, erwähnt aber nicht, dass er von ihm 100.000 Mark bekommen hat. Das sollte später die Glaubwürdigkeit des CDU-Vorsitzenden stark schwächen. Ich habe Herrn Schreiber sehr wohl einmal getroffen. Herrn Schreiber habe ich getroffen, ja. Daran habe, wissen Sie, ich sage Ihnen noch die Gelegenheit. Die damalige Schatzmeisterin der CDU Deutschlands, Brigitte Baumeister, eine von mir hochgeschätzte Kollegin, hat im Wahlkampf 1994, glaube ich, war 94, wusste das Zeitraum nicht, Persönlichkeiten, von denen wir gehofft haben, dass sie uns durch Spenden helfen, unseren Wahlkampf zu finanzieren, unsere Kosten, zu einem Gespräch eingeladen. Jetzt, Herr Ströbele, ich war da mal, langsam. Stichtag, 4. Januar. Auch im neuen Jahr gibt's fast permanent neue Enthüllungen. Plötzlich steht auch Parteichef Schäuble im Zentrum der Abwehrschlacht. Es wird bekannt, dass über 1 Million Mark von der Fraktion in die Parteikasse gewandert ist. Und Schäuble ist nun mal auch Fraktionschef. Wieder ist die Herkunft des Geldes vollkommen unklar. Der parlamentarische Geschäftsführer der Partei, Joachim Hörster, versucht, diese Transaktion als völlig harmlos und normal hinzustellen. Ich habe schon an anderer Stelle gesagt, dass ich einräume, dass es ungewöhnlich ist, 1.146.000 D-Mark in bar zu übergeben. Aber unerklärlich auf dem konkreten Hintergrund ist es nun wirklich nicht. Und deswegen finde ich, könnte man den Sachverhalt durchaus mit aller Sachlichkeit und Gelassenheit würdigen. Stichtag 10. Januar. Schäuble gerät immer mehr unter Druck. Jetzt wird bekannt, dass er den Waffenhändler Schreiber nicht nur getroffen hat, sondern auch Geld geflossen ist, wenn auch unter unklaren Umständen. Es geht um 100.000 Mark, die die Nation noch lange beschäftigen werden. Ich habe den Herrn Schreiber irgendwann 1994 im Zusammenhang mit einer Veranstaltung, wo wir Sponsoren geworben haben, dass sie Spenden für den Wahlkampf kennengelernt. Der hat am Tag danach eine Spende in bar abgegeben. Ich habe die an die Schatzmeisterei weitergegeben und ich habe dann jetzt im Zuge der Aufklärung, die wir anstellen, festgestellt, die ist auch nicht veröffentlicht worden, sondern offenbar, die Wirtschaftsprüfer prüfen es noch, als sonstige Einnahme verbucht worden. Wie viel waren das? Das waren 100.000 Mark. Die kriegt man dann einfach so? Ja, nein, wir haben sie ja ordnungsgemäß... Dachten, das wird verbucht. Ja, natürlich, es ist auch verbucht worden. Es ist nur nicht offensichtlich nicht als Spendeneinnahme veröffentlicht worden. Das hätte ich ja im Rechenschaftsbericht. Stichtag, 18. Januar. Jetzt spitzt sich die Krise innerhalb der CDU zu. Viele Mitglieder können immer noch nicht fassen, wie die Parteispitze unter Helmut Kohl mit Geld umgegangen ist. Wolfgang Schäuble will zurücktreten, aber die Parteiführung lässt das nicht zu und kündigt für diesen Fall den eigenen kollektiven Rücktritt an. Schäuble berichtet von der dramatischen Präsidiumssitzung. Ich habe in der Tat im Präsidium gesagt, dass ich die Überlegung habe, aber ich habe ja deswegen die Sitzung einberufen, damit wir gemeinsam darüber beraten, ob bei der entstandenen Lage ich nicht möglicherweise im Sinne dessen, was ich einleitend gesagt habe, meinen Dienst für die Partei am besten dadurch leisten könne. Das Präsidium hat darauf gesagt, wenn ich zurücktrete, würde das ganze Präsidium zurücktreten. Das verbirgt sich hinter dem, was Frau Merkel gesagt hat. Stichtag 20. Januar. Wolfgang Schäuble spricht im Deutschen Bundestag und entschuldigt sich einerseits für die Rechtsverstöße seiner Partei und andererseits für sein Verschweigen der 100.000 Mark Spende von Waffenhändler Schreiber. Als wir vor ein paar Wochen darüber diskutiert haben, Anfang Dezember, war die Atmosphäre im Haus sehr viel lebhafter. Und dabei ist mir passiert, und dafür möchte ich mich auch entschuldigen, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass ich auf Zurufe aus den Reihen der Regierungskoalition nicht so reagiert habe, wie ich hätte reagieren müssen. Ich bedauere das und entschuldige mich dafür. Stichtag 31. Januar. Die Position von Wolfgang Schäuble wird immer schwächer. Nun gibt er bekannt, dass er den Waffenhändler Schreiber sogar zweimal getroffen hat. Das hatte er allerdings vergessen. Erst ein Blick in seinen Terminkalender verhalf ihm zu dieser neuen Erkenntnis. Schäuble, warum denn jetzt dieses späte Eingeständnis, was das Treffen mit Schreiber angeht, 1995? Herr Brendt, ist doch gar kein Eingeständnis. Ich habe, nachdem ich gelesen habe,
dass Herr Schreiber sagt, der habe mich im Frühjahr noch einmal getroffen, meine Mitarbeiter gebeten, die Kalender durchzuschauen. Und dabei haben wir diesen Eintrag und festgestellt, ich habe keine Erinnerung an das Treffen, aber es steht in meinem Kalender. Und deswegen schien es mir richtig, auf Ihre Frage, die Frage so vollständig zu beantworten. Wie eine Nachricht vom 12. Februar. Parallel zu den Problemen in Hessen kommt es zu einem eher skurrilen Streit. Wolfgang Schäuble und die frühere Schatzmeisterin Brigitte Baumeister geben unterschiedliche Erklärungen ab, wie die 100.000 Mark von Schreiber an die Partei geflossen sind. Beide geben über diesen Vorgang sogar eidesstattliche Versicherungen ab, allerdings mit unterschiedlichem Inhalt. Die Kollegen vom Heute-Journal erlebten einen schroffen Wolfgang Schäuble. 4 Stunden lang stand Brigitte Baumeister Rede und Antwort und legte sich nach Aussagen von Teilnehmern fest. Schäuble habe das Geld nicht von Schreiber direkt bekommen, sie selbst habe es Schäuble gebracht und dabei nach. Per Fax verbreitet sie diese eidesstattliche Versicherung. Im Oktober 94 habe sie einen verschlossenen Umschlag von Schreibers Firma bei München zu Schäuble nach Bonn gebracht. Ob darin tatsächlich die 100.000 Mark Spende war, hat ihr Schreiber danach nicht gesagt. Zitat: Über den Inhalt machte er mir gegenüber keine genauen Angaben, merkte jedoch sinngemäß an, es handele sich um ein Buch mit bösen oder hässlichen Männern oder ähnliches. Das klingt wieder anders als Baumeisters Aussage vor der Basis gestern und widerspricht nicht direkt Schäubles eidesstattlicher Versicherung. Doch sagen will der zur neuesten Version Baumeisters nichts mehr. Ich habe ja gestern erklären lassen, dass Sie mich zu dem Thema nicht mehr äußern, sondern nur noch meine Anwälte. Bitte, haben Sie dafür Verständnis? Dabei bleibt es auch. Stichtag, 16. Februar. In der vergangenen Nacht war es zu einer Art offenen Rebellion der nordrhein-westfälischen CDU-Abgeordneten gekommen. Wolfgang Schäuble zog die Konsequenzen und trat von seinen Ämtern zurück. Diesen Schritt wollte er ja schon Mitte Januar machen. Damals stellte sich das Präsidium noch dagegen. Aber Schäuble war wohl klar, dass seine Zeit an der Spitze der Partei endgültig abgelaufen ist. Auch er versinkt im Abwärtssog des ehemaligen Bundeskanzlers Kohl. Es ist von überragender Bedeutung, dass die Union als die große integrierende Kraft der Mitte erhalten bleibt. Und diesem Ziel hat sich alles andere unterzuordnen. Es war in den vergangenen Wochen und Monaten immer schwieriger für die CDU, ihre Position im politischen Wettbewerb bemerkbar zu machen. Es muss aber wieder ein Zustand eintreten, der es der Union erlaubt, als starke Opposition gegen die rot-grüne Regierung wahrgenommen und mit ihren Alternativen akzeptiert zu werden. Das betrifft insbesondere auch die gemeinsame Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Und deshalb ist in mir die Überzeugung gereift, dass ohne einen sichtbaren, also auch personellen Neuanfang sich die Union nicht aus der Umklammerung dieser Krise befreien kann. Und um diesen Neuanfang einzuleiten und möglich zu machen, habe ich der Bundestagsfraktion gestern vorgeschlagen, nicht erst Ende Mai, sondern jetzt den Fraktionsvorstand neu zu wählen. Und ich kann diesem Neuanfang am besten dadurch dienen, dass ich nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidiere. Das weitere Verfahren wird in einer Sitzung der Fraktion am Freitagmorgen besprochen und beschlossen werden. In der Konsequenz dieser Entscheidung werde ich auch auf dem Parteitag im April zur Wiederwahl als Parteivorsitzender nicht zur Verfügung stehen. Über das weitere Vorgehen bis zum Parteitag und die damit verbundenen, notwendig gewordenen Vorbereitungen wird das Präsidium der CDU beraten, das ich für den morgigen Abend zu einer Sitzung nach Berlin eingeladen habe. Stichtag, 28. Februar. Die Partei sieht sich einer ungewöhnlichen Situation gegenüber. Man muss die Spitzenpositionen neu bestimmen, nach einem Vierteljahrhundert Helmut Kohl und der klaren Nachfolgeregelung eine fast neue Herausforderung. Immerhin muss man nicht nur den Parteichef wählen, sondern auch den Fraktionsvorsitzenden bestimmen. Und da hat auch die CSU ein Wörtchen mitzureden. Aber an diesem Tag ist ein Punkt geklärt. Der neue Chef der Fraktion heißt Friedrich Merz. Meine Damen und Herren, ich habe mit großer Freude das Wahlergebnis der CDU-CSU-Bundestagsfraktion angenommen. Ich bin bereit, die Aufgabe
von Wolfgang Schäuble zu übernehmen, Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu sein.